Das ist schon so lange her, da hätte man da früher drüber sprechen müssen. Also ich sehe das für nicht nötig. Also Quatsch meiner Meinung nach. Ich finde schon, man muss darüber reden. Da muss bestimmt noch was geschehen. Ja, das ist große Schuld gewesen und da müssen wir drüber reden. Ich denke, Deutschland tut es sehr leid, was da passiert ist, aber dass wir jetzt nicht mehr dafür bezahlen sollten. Und wenn ich Billionen höre, dann frage ich mich nur immer, woher sollen die kommen? Das ist ganz schön viel. Wir haben auch kein Geld mehr. Der Anspruch, der wegen des Zweiten Weltkrieges und der Besetzung und Eroberung Polens tatsächlich gerechtfertigt ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Finde ich eigentlich im Moment etwas überzogen, weil Polen ist auch in der EU, bekommt dementsprechend auch Subventionen. Und auf der anderen Seite hat damals auch Polen Gebiete von Deutschland bekommen. Die große Mehrheit angehen oder ja, sagen, dass das Thema eigentlich gegessen ist. Deswegen würde ich diese Wunden nicht mehr erst aufreißen. Ich denke, unsere jüngere Generation und die jüngere Generation, die von dem Geld profitieren würde, die haben letztendlich gar nichts mehr direkt damit zu tun. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also, keine Ahnung, hätte man vielleicht auch vorher thematisieren können. Also ich weiß, erstens weiß ich viel zu wenig darüber. Aber es ist halt jetzt deutlich später. Also an sich hat es schon Sinn. Im Prinzip finde ich das in Ordnung, weil meines Wissens hat Deutschland ja noch nicht so viel bezahlt. Der Zweite Weltkrieg ist sehr lang her und es ist bis jetzt nicht wirklich was dazu gemacht worden. Und erst jetzt kommt die Konversation auf. Deshalb fände ich es wichtig, wenn Deutschland da auch was macht und so ein bisschen zeigt, dass wir ja jetzt endlich mal was tun. Es ist noch viel Bedarf an Aufarbeitungsarbeit. Vor allem halt so, das gegenüber anderen Ländern zu zeigen, die dadurch schweren Schaden genommen haben. Also ja, sich auch so, dass sie sehr wichtig sind. Und deswegen wäre es sehr geschickt, wenn man miteinander verhandeln würde, und zwar auf eine sehr vernünftige Weise. Und das geht nicht, indem man öffentliche Forderungen stellt und diese Forderungen auch so publik macht, dass es praktisch keine Verhandlungsbasis gibt. Also ich hoffe, dass man hier in ein vernünftiges Gespräch kommt.